Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Bericht des Rechnungshofes des Landes Brandenburg liegt vor. Ich finde, dass die Zusammenarbeit zwischen Eigentümern einer GmbH und auch zwischen Partnerländern Berlin und Brandenburg an dieser Stelle sehr gut gelungen ist. Insofern denke ich, ist es gerechtfertigt, sich auch hier von diesem Ort aus zu bedanken beim Rechnungshof Brandenburg, damit die für uns hier mitgearbeitet haben. Der Bericht, 400 Seiten, ist bereits vom Juli 2015. Und ich gehe davon aus, dass auch der Finanzsenator, der fehlt mir jetzt hier, muss ich gestehen, sich damit schon beschäftigt hat. Wir erwarten, dass der Finanzsenator als oberster Dienstherr der Beteiligungsverwaltung, als oberster Dienstherr der Gesellschaftervertreter des Landes Berlin, sich mit diesem Bericht befasst und Schlussfolgerungen zieht. Und da gibt es eine ganze Menge. Strukturen, Informationsflüsse, Zusammenarbeit zwischen den Gremien und insbesondere Haftungsfragen. Wir wollen mit diesem Antrag den Finanzsenator daran erinnern, wie wichtig dieser Bericht zu nehmen ist und dass es seine Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, auch dafür in Haftung genommen werden. Uns geht es darum, die Fragen der Haftung von Organen der GmbH, der Flughafengesellschaft, zu klären. Gerade bei so einem Projekt, das ein Milliardenloch in die öffentlichen Haushalte gerissen hat und weiterhin reißt, ist das unerlässlich. Und das ist nicht nur für uns als Fraktion wichtig, sondern auch für die Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, versetzen Sie sich doch bitte mal in die Lage von Wählerinnen und Wählern, die erfahren müssen aus der Presse, dass die Gutachten zu Haftungsfragen, zum Beispiel betreffend Aufsichtsratsmitglieder, nicht nur bis heute gegenüber der Öffentlichkeit geheim gehalten werden, sondern dass die zivilrechtliche Prüfung der Verantwortung von Aufsichtsräten, von Regierenden im Jahr 2013 mit erheblichen Mängeln behaftet war. Das geht doch nicht. Die zu prüfenden Haftungsanlässe wurden künstlich eingeschränkt, und Personen aus der Flughafengesellschaft und aus dem Aufsichtsrat hatten Einfluss auf die Untersuchung selbst. Das kann man nachlesen in dem Bericht des Rechnungshofes. Ich will da mal kurz zitieren. Die Rechtsanwaltskanzlei räumte selbst ein, dass der von ihr zugrunde gelegte Sachverhalt in einigen wesentlichen Bereichen nicht hinreichend sei, um eine umfassende Haftungsprüfung zu ermöglichen. Dies gelte vor allem für die grundlegende Frage, ob und inwieweit es durch das Handeln der Organe der FBB selbst zu Inbetriebnahmeverzögerungen kam. Gerade dies aber hätte ein wesentlicher Gegenstand der Haftungsprüfung sein müssen. Ferner konnte die Rechtsanwaltskanzlei mangels Kenntnis von Schäden diese ebenso wenig belastbar beurteilen wie eine eventuelle Kausalität zwischen Pflichtverletzungen und Schäden. Meine Damen und Herren, wenn man das liest, dann fragt man sich, was ist da 2013 eigentlich geschehen? Wer hat da etwas untersucht unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Und wer hat sich da selbst Persilscheine ausgestellt? Meine Damen und Herren, und diese Frage liegt hier heute auf dem Tisch und ist zu klären. Wenn es den Verdacht gibt, dass die Mächtigen durch Manipulation sich von Verantwortung freistellen, dass sie für ihre Fehler nicht einstehen müssen, dann gehört dieser Verdacht ausgeräumt. Und schon deshalb, meine Damen und Herren, gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als eine mangelfreie Prüfung der Haftung der Organe der Flughafengesellschaft jetzt durchzuführen. Das ist die Tagesaufgabe für den Finanzsenator. Meine Damen und Herren, der Rechnungshof hat verschiedene konkrete Mängel ja auch benannt in der Arbeit der Flughafengesellschaft und der Gremien. Er weist etwa darauf hin, dass im Jahr 2010 die Entscheidung über die Verschiebung der Eröffnung von 2011 nach 12 um 7 Monate anhand von Tischvorlagen geschehen ist. Er weist darauf hin, dass der neue Inbetriebnahmetermin 17.03.2013, nur 9 Tage, nachdem die Flughafengesellschaft am 7.05. die große Eröffnung abgesagt hatte, zustande gekommen ist. Es keine eingehende Machbarkeitsprüfung gab, dass die Angaben zu der neuen Terminplanung selbst Aufsichtsratsmitgliedern in der Sitzung nicht nachvollziehbar waren.
Trotzdem haben die am Ende der Sitzung beschlossen. Meine Damen und Herren, wenn man diese Arbeitsweise sich anschaut, dann liegen Haftungsfragen ganz klar hier auf dem Tisch. Warum ist das dringlich? Dringlich ist das deshalb, das wissen nicht nur die Juristen, weil hier Verjährung droht in einigen Fällen. Und ich glaube, es steht auch uns als Parlament und dem Senat und insbesondere aber, glaube ich, auch der Koalition nicht gut an, darauf zu setzen, dass hier Verjährung einsetzt, sondern es geht darum, jeglichen Verdacht von Manipulation, der hier auf dem Tisch sich befindet, auszuräumen. So oder so. Und deshalb bitten wir Sie um Zustimmung zu diesem Antrag. Der Rechnungshof hat aber noch ein paar andere interessante Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel hat er sich mit der Frage beschäftigt, was muss denn eigentlich ein Gesellschafter tun? Was muss der wissen über eine Gesellschaft, die ihm gehört oder zum Teil gehört und die ein Milliardenbauprojekt betreibt, was einen wesentlichen Einfluss auf ihre Geschäftstätigkeit hat? Und da sagt dieser Rechnungshof, dass die Gesellschafter sehr wohl sich kundig machen müssen, wie es da läuft, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie die Terminlage ist. Meine Damen und Herren, das ist 2010 nicht erfolgt durch die Gremien, durch den Aufsichtsrat, durch die Gesellschafter, 2011 nicht, 2012 nicht. Und ich habe, wer gestern beim Hauptausschuss dabei war, der hat sicherlich denselben Eindruck, ich habe das Gefühl, das ist auch heute nicht der Fall. Die Gremien, die Vertreter des Landes Berlin, machen ja was ganz anderes. Anstatt sich in Kenntnis zu setzen, was da läuft, schreiben sie etwa, wenn wir kleine Anfragen hier stellen oder wenn wir rote Nummern erhalten für den Hauptausschuss, dann schreiben die da neuerdings drauf. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Richtigkeit der Angaben im ausschließlichen Verantwortungsbereich der Geschäftsführung der FPB liegt, der Flughafengesellschaft. Meine Damen und Herren, wenn im Senat niemand ist, der uns sagt, dass in einer kleinen Anfrage die Wahrheit steht, dann ist die Kontrolle der Flughafengesellschaft nicht besser geworden. Und auch deshalb geht es darum, Haftung zu prüfen, Verfehlungen aufzudecken. Und das bitte ich Sie hier heute mit uns zu beschließen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Otto. Sehr geehrter Herr Kollege Kreins, dass Sie von Brandenburg möglicherweise nicht viel halten, das ist Ihr privates Problem. Aber ein Organ eines Bundeslandes, mit dem wir eine ganze Menge zu tun haben, hier in dieser Weise niederzumachen, das finde ich skandalös. Wir haben den Bericht hier vorliegen. Die haben für uns mitgearbeitet. Und dieser Bericht verdient es sehr wohl, hier zur Kenntnis genommen, studiert zu werden und daraus auch Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das haben wir gemacht und deswegen haben wir Ihren Antrag auf den Tisch gelegt. Lieber Herr Kollege, Sie sind nachher dran und dürfen noch was sagen. Bitte nicht wieder gegen Brandenburg. Wir haben hier einen Antrag vorgelegt und der sagt, die Haftungsprüfung muss durchgeführt werden. Sie haben hier über alles Mögliche gesprochen, aber nicht über diesen Antrag. Wir wollen, dass eine Haftungsprüfung mangelfrei durchgeführt wird. Und alle Leute, die da vielleicht jetzt am Fernseher Ihre Rede gehört haben, die haben die erlebt als eine Rede von jemand, der seine Kumpels verteidigt, aber nicht von jemand, der verantwortlich hier Politik macht. Meine Damen und Herren, darum geht's doch. Und schon, wenn es den Anschein gibt von Manipulation, schon wenn es den Anschein gibt, gibt man sich einen Ruck und sagt, wir machen nochmal ein Gutachten, um diesen Anschein auszuräumen. Und wenn dann rauskommt, die haben nichts zivilrechtlich sich zu Schulden kommen lassen oder strafrechtlich, dann ist das auch ein Ergebnis. Aber im Moment sind wir in einem Zustand, wo die Persilscheine von 2013 aufgelöst sind. Dankeschön. Sie kennen das Verfahren. Ich bitte die Beisitzer und übrigen Präsidiumsmitglieder, ihre Positionen an den Türen einzunehmen. Sie wissen, Sie müssen zum Hammelsprung, der in diesem Fall so durchgeführt wird, dass Sie hereinkommen und dabei gezählt werden. Sie müssen also bitte den Raum verlassen. Ich weise Sie also darauf hin, wir können erst dann anfangen. Ich habe jetzt auch die Regieanweisung und kann also den Ihnen allen bereits gut bekannten Text noch mal vorlesen. Ich bitte die Mitglieder des Hauses, den Plenarsaal zu verlassen, in der Wandelhalle den Beginn der Abstimmung durch mein Gongzeichen abzuwarten und dann in den Saal durch die Ihrem Abstimmungsverhalten entsprechende Glastür, gekennzeichnet als Ja-Stimme, Nein-Stimme oder Enthaltung, einzutreten. Bitte betreten Sie einzeln den Plenarsaal, um den Präsidiumsmitgliedern die Zählung der Stimmen zu erleichtern.
Die Mitarbeiter der Verwaltung und der Fraktion sowie die Senatsvertreter sind gebeten, während des Abstimmungsvorgangs den Plenarsaal weder zu betreten noch zu verlassen. Haben nun alle Abgeordneten außer den Präsidiumsmitgliedern den Saal verlassen? Wenn dem so ist, dann bitte ich die Beisitzerinnen und Beisitzer, sich an die festgelegten Positionen. Haben Sie schon? Wunderbar. Alle Vorbereitungen sind nun abgeschlossen, sodass ich die Abstimmung mit dem Gongzeichen eröffne. Wir warten noch ganz kurz. Bitte auf ein Signal. Alle okay? Gut. Dann bitte ich, mit den Auszählungslisten zum Präsidiumstisch zu kommen, um auch unsere Abstimmungen aufzunehmen. Anschließend bitte ich dann, das Auszählungsergebnis festzustellen und mir mitzuteilen. Vielen Dank. Ich verkündige Ihnen das Ergebnis. 56 Ja-Stimmen, 79 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt.